Mein Name ist Waldemar Niebling und ich öffne das Türchen Nummer 6. Der Herrscher Klaus. Der 6. Dezember ist bekannterweise der Nikolaustag. Doch früher, wo wir noch kennen waren, hat keiner vom Nikolaus geschwatzt. Was da kam, war der Herrscher Klaus. Und der war gefürchtet. Der Herrscher Klaus und sein Knecht Ruprecht sahen meist furchterregend aus. Mit großer Bärt und langen Mäntel. Der Knecht Ruprecht hat meistens eine Geisel und eine Schellen dabei. Und der Herrscher Klaus in großer Sorg. Wir kennen haben uns gar euch gefurt und sollte auch noch einen Spruch oder einen Vers aufsah. Wenn der Herrscher Klaus gut gelaunt war, gab's einmal ein paar Nüsse und einen Apfel. Die Ken, die etwas ausgefressen hatte und also mal nicht hörte, dann wurde gedroht, dass sie das nächste Mal ins Sorg gestockt werden. Für den Herrscher Klaus Abend hatte mir Ken schon da lang Respekt. Dann so bis dunkel wurde, ging im Dorf der Zirkus los. Alle Halbsteiger ronnen mit Schellen und Geisel das Räum. Da dabei wurde an die Fenster gehauen, um der Ken Angst zu machen. Da blieb's nicht aus, dass einmal ältere Herrscher Klaus sich auf die Beine machte und die junge Herrscher Klaus aus dem Dorf triebe. Nach dem Tag haben wir Ken uns dann langsam aufs Christkindl gefreut. Der Hörkalender ist ein Projekt vom Verein Miteinander Füreinander Oberes Fuldatal, der Mundartgruppen Gersfeld und Weyers sowie dem Projekt Rinka der Hochschule Fulda. Wir danken der Sparkasse Fulda für die freundliche Unterstützung. Informationen zu uns und unseren Quellen gibt es unter www.hs-fulda.de/hörkalender.